Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Portia. Portion. Wie auch immer. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade gesehen, man kann hier die Spielgeschwindigkeit runterdrehen. Ich würde es jetzt mal machen. Einfach mal so auf 80. Weil wir haben noch ultra viel Inventar. Also wir haben noch 80 Energie. Und ich meine, schlafen gehen können wir ja immer. Ja. So, jetzt fehlt uns nur der eine Kupferbahn. Den müssten wir aber eigentlich schon haben. Scheiße, Inventar ist voll. Dann müssen wir erstmal kurz den Honig ausräumen, den wir eben noch uns erprügelt haben, indem wir Bäume getreten haben. Beim Platzieren im Haus werden zusätzliche Attribute aktiviert. Ja, nehme ich. Und den Sand, den können wir auch da drüben. Weil ich, also ich glaube einfach, wir sind effektiver unterwegs, wenn... okay, Kisten nah beieinander ist nervig. Sehe ich. Ja, gucken, wie wir diese Discs alles geben können. So, jetzt sollte man nämlich die Angel herstellen können. Ja, nice. Bestätigen, eine reicht uns. Anfänger Angelroute. Ah, und der ist da. Perfektes Timing. This is one wicked looking rod. Thanks a bunch, mate. Here, I have some extra bait. Maybe you'll enjoy fishing as much as me. Ja, das hoffen wir doch mal. Das hat jetzt mir 20 Ghouls gebracht. Wie viele Ghouls habe ich denn so grundsätzlich am Start? 30 Ghouls habe ich aktuell. Okay, ich brauche auf jeden Fall 80. Um effektiv weiter farmen zu können. Also weil früher oder später läuft ja mein Teil da aus. Ich würde sagen, wir ballern jetzt noch ein paar Bäume. Vielleicht nicht direkt bei uns vor der Tür. Und dann könnten wir auch nochmal in die Forschung gehen. Ja, wobei die werden jetzt zu haben. Ich hoffe, die haben nicht zu. Ja, Büsche. Machen wir einfach alles weg. Die Pflanzenfasern haben wir bis jetzt nicht gebraucht, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, für was man die noch brauchen kann. So. Sammeln wir auch kurz auf. Was bist du denn? Ein Oaks. Hey Oaks. Hi-o. You must be the person the mayor was talking about. I'm kind of simple, but I hope we can be friends. Warum bist du denn simple? Dr. Zhu likes to ask me a lot of questions like, how did you learn to speak? What do you eat? Or where did that bruise come from? Sympathischer Dude, wir nennen dich Udyr. Wir können denen ihre Hideout-Plätze wegmachen. Dann können die sich nirgendwo mal verstecken. Dann können wir sie alle schlachten. Also, ich meine, die Frage stellt sich halt immer noch, sind die essbar? Also ich meine, die Frage... Wer ist das denn? Ist das ein großer, großer Teddybär im Schlafmantel? Hello there. Papa Bär. Hallo Papa Bär. Ach, das ist der Adoptivvater von Oaks. Ja, hi, was geht ab? Ich habe deinen Sohn eben getroffen, netter Dude. Ja, finde ich auch. Ja, dann wünsche ich dir mal noch einen schönen Abend, ne? Guck mal, wenn ich so einen Baum trete, der bringt doch ordentlich Früchte bestimmt. Ich nehme, was die Natur mir gibt, indem ich sie trete. Pandermaus. Ich sehe, die Natur ist nicht davon überzeugt, mir Dinge zu geben. Da, da ist was. Ein Apfel. Haha. Weiter in die Masse rein. Einfach drauftreten. Okay, hier kann man sich also Äpfel snacken. Man muss den Baum nur auch richtig treten. Man kann ihn nicht so halbherzig treten. Er muss auch mal richtig schön mit Anlauf draufballern. So. Und nochmal. Ah. Moment, hier ist kein Eingangstor. Kann man auch so einen Käfer treten? Nein. Sollte man auch nicht tun. Man sollte grundsätzlich keine Käfer treten. Also, ne? Also dieser Baum unten an der... am Fluss, der war schon Premium. Der hat Honig gegeben, der hat die Kokons gegeben.
Also der ging halt echt einfach klar. Eine Wippe. So, schauen wir mal. Ja, Öffnungszeiten. Öffnungszeiten sind hier noch mein Nemesis. Ja, ich verstehe diese Markierung noch nicht so ganz auf der Karte. Aber gut, ich renne jetzt mal nach Hause. Weil wir können ja vielleicht sogar auch schon einen Pflanzkasten fertigen. Und mit dem müssen wir ja dann auch noch experimentieren. Und morgen früh, wenn wir dann ausgeschlafen sind, können wir ja ganz entspannt... Guck mal, gerade Stuff muss man mitnehmen. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass unsere Umweltbilanz nicht so gut ist, wenn wir hier alle Bäume fällen. Sondern das Spiel halt sagt, ey, die spawnen nicht neu, aber du hast so viel Zeug gehabt, was neu spawnt. Jetzt mal das einfach aufgesammelt. Ja, ein Raupi. So, schauen wir doch mal. Was brauchen wir denn nochmal für unseren kleinen Pflanzkasten? Holzbretter. Da brauchen wir die Schneidemaschine dazu. Da sind wir dran. Hier arbeiten wir uns. Wir können die ja schon mal hier. Einfache Schneidemaschine. Die bauen wir. Können wir nämlich schon mal unsere. Die haben wir sogar im Inventar. Unsere 5 Ziegelsteine. Die können wir schon mal platzieren. Steinziegel, hier waren sie. Achso, ich muss ihn ausgewählt haben. Bam! Hau mal einfach drauf. Ich finde es cool, dass man den dann auch zurückholen kann. Das ist Honig. Was brauchst du denn noch? Kupferklingen. Haben wir die nicht in Arbeit? Da brauchen wir Kupferbarren für. Da können wir aber parallel schon mal eine herstellen. Benzin. Haben wir doch. Ich hoffe, das verbraucht immer nur das Benzin, was es auch benötigt. Aber 3 Tage, 2 so Steine, ja gut, dann müssen wir uns da, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, da läuft die Zeit ganz entspannt runter. Können wir mal unser Sofa noch aufstellen hier im Wunderland? Weil im Wunderland, da gibt's alles. Vor allem Wunder. So. Da kann man sich mal setzen. Und da kann man einfach... Energie regenerieren. Wenn man nochmal so einen kleinen Energieschub braucht. Da setzt man sich einfach hin und dann, da geht es einem einfach besser direkt wieder. Geil. Na, der braucht noch 21 Minuten. Und der braucht noch eine ganze Weile. Dann würde ich sagen, wir räumen schon mal wieder das Inventar leer. Rechtsklick. Rechtsklick ist automatisches Verschieben. Das finde ich doch gut. Was bist du? Zinnerz. Brauchen wir jetzt aktuell nicht im Inventar. Die Äpfel. 5 Ausdauer wiederherstellen. Habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir es gerade brauchen. Den Boxer natürlich, den lassen wir mal drin. Ne? Wenn da irgendeiner ankommt, der meint, er müsste sich mit uns boxen, dann sind wir auf jeden Fall vorbereitet. Bleibt mal hier hinten. So, wir müssten eigentlich doch hier auch nachlegen können. Guck mal, ich will Kupferbarren mal fertigen. Ja. Tanken wir hier kurz auf, dass der auch nicht leer läuft. 19 Stunden läuft der noch, das ist gut, weil wir brauchen 22 Stunden. So, wir haben noch 2 Energie. Da können wir noch kurz was sammeln. So. Muss den Tag ja auch optimal nutzen. Ich meine, wenn wir immer nur um 3 ins Bett gehen. So, dann schlafen wir eine Runde. Schlafen wir mal eine Runde, schlafen wir. Dann ist es natürlich auch schon wieder Zeit aufzustehen. So, 7 Uhr. Ja. Gehen wir erstmal raus an die frische Luft. Gucken mal, ob unsere Maschinen gearbeitet haben. Es ist düster. So, Kupfer ist fertig. Sehr schön. Der hat immer noch 7 Kupfer. Wir brauchen. Tanken hier direkt auf.
Was, da können wir noch drei machen? Ja, machen wir noch drei, komm. Er soll ja nicht leer laufen. So, und dann fertigen wir hier mal eine Kupferklinge. Soll ja nicht hier, guck mal, können wir die vielleicht schon platzieren? Kupferklinge. Einmal können wir... Nicht genug, ja, okay. Kannst du nichts machen. Kupferklinge raus, Kupferbarren raus, Kupfer... nichts, können wir auch raus. Und die Raupis, die können wir ja vielleicht hier drüben in die Kiste noch mit. Ich hoffe, die machen die Kiste nicht kaputt. Weiß man ja nie. Dann würde ich aber sagen, drei von den sieben Brüdern. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal schnell zur Forschungsstation. Aber wir haben, die hat noch nicht offen. Django, was geht ab? Komm her. Hey! On guard. Watch out, young one. Your reaction speed is way too slow. Oh, okay. Mit dem können wir bestimmt... Was macht er mit Rezepte? Oh. Kann nicht übers Kochen reden, er ist ziemlich beschäftigt. Ja, kann man nichts machen. Wenn es aktuell nicht reinpasst. Wir machen hier morgen Yoga. Jo, Pauli. Alles hier wird den Mann in dir zum Vorschein bringen. Worauf wartest du? Krasse, männliche Möbel. Ist ja eine Marktpreisveränderung. Ist einfach alles teurer bei ihm. Komm mal her, ich komm mal hier rein. Welcome, smallish builder. I sell furniture here in my store. So if you have any need for manly decors, you know where to find me. And okay. Since I'm so manly, I'm going to give you this to get you... Geil, Hartholz. Habe ich erstmal richtig geiles, hartes Holz von ihm bekommen. Hallo, die Damen. Welcome to our little town. Hope you have a wonderful time. My store sells clothing and costumes, so if you ever need to upgrade your armor or suit for a date, come see me. Now you look like a nice kid, so I'm going to give you something for free as a leg up. Pigmente und Faserstoff. Die trage ich jetzt ganz stolz durch die Gegend. Aber eigentlich, ne, wir haben jetzt 8 Uhr. Also halb neun schon, es ist schon wieder so spät. Gehen wir mal ins Forschungszentrum. Hello, Peoples. Achso, man braucht tatsächlich, also hier um zur Wiederherstellung brauche ich die Datendisks. Okay. Und halt immer alle Teile davon. Und wenn der, wenn ich dem Dudel das gebe, Merlin, was geht? You're new, aren't you? Are you lost or something? Nein. Wenn du irgendwas von Wert aus der alten Welt findest, gib es uns bitte. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr Entdeckungen die Welt verändern können. Hör nicht auf das, was die Kirche sagt. Wir wollen nur durch Fortschritt eine bessere Welt schaffen. Ja, die einen sind halt eher so ein bisschen alte Technik, die hier sind so neue Technik und ne, beides hat ja vielleicht eine Berechtigung. Ich weiß noch nicht, was hier gut und was hier böse ist. Wobei, ich meine, der hat mir Samen gegeben und nicht irgendeine neue Technik. Deswegen weiß ich jetzt nicht so, was geht denn hier in Total Tools? Min. Ja. Werkzeuge verbessern. Die sind alle recht teuer heute. Das kann ich alles selber bauen. Ich bin ein Handwerker. Aber ich würde fast sagen, wir gehen jetzt erstmal für 200, für so 130 wieder in die Minen. Und dann können wir immer noch schauen. Ich würde tatsächlich eigentlich mal so ein... Oh, ich kann über den Ozean nach Vega 5, Battle Rock und noch irgendwo hin. Krasser Scheiß. Ich würde tatsächlich einfach gerne auch mal ein kleines Gold oder so finden. Also nicht finden, sondern machen. Wird hier schon nichts zu sein. Gehen wir wieder an unseren Standardplatz. Sehe ich schon. So, da gehen wir hin.
Ja, mach das mal wieder aus. Danke. Ob man die Erde verkaufen kann? Eine Toilettenschüssel. Denkmalmodell. Ja, nice. Denk mal genauer drüber nach. Oh. Okay, ich sollte mir tatsächlich mal diese Markierung machen. Ein Brillenglas. Diese moderne Technik. Hui. Hui. Da ist auch schon wieder ein Punkt. Da gehen wir doch 1A gehen wir da hin. Ja, mal gucken, was wir kostenmäßig einplanen müssen, um uns zu upgraden. Da geht's hin. Weil dann können wir uns ein Schwert bauen. Ich weiß nicht, gegen was wir kämpfen. Ob wir gegen diese süßen Lamas und die Marienkäfermännleins kämpfen. Oder ob es einfach nur so eine alte Sprechanlage. Hier Kupfer. Nee, das ist Sand. Willst du das kennen? Immer dahin. Ist ja gar kein Problem. Wir sind ja auf der Höhe. Können wir auch weiter buddeln. So. Wir nähern uns dem mysteriösen Relikt. Nehme ich. Energiestein, alte Teile. Hui. Ja, viel Stuff. Oh. Oh. Okay, ich kann immer nur einen anvisieren, okay. Das hier wäre im echten Leben sowas von fucking gefährlich. Wenn man einfach nur... Oh, warte. Jetzt haben wir einen neuen Punkt. Das heißt, wir können auch... Verbesserter Bergbau. Chance auf das doppelte Beute beim Bergbau. 8%. Da würde ich sagen, nehmen wir, oder? Denn wir könnten hier auch Durchhaltevermögen immer. Ne, daran mangelt es ja gerade echt nicht. Ich glaube, dass wir die Spielgeschwindigkeit so ein bisschen runtergedreht haben, das war gar nicht schlecht. Denkmalmodell, Teil 3. Och, da ist direkt was neben uns. Ich bin froh, dass es den Knopf gibt, dass wir einfach uns raus beamen können. Ein Joystick. So, geht's dahin weiter. Aber Sand können wir bestimmt zu Glas einschmelzen. Das wird ja auch Sinn machen. So. Rostiges Eisenrohr. Das ist auch neu, das hatten wir vorher noch nicht. Aber ne, ich nehme alles. Ja. Wenn man es mitnehmen kann, kann ich es auch mitnehmen. So. Energiesteil, altes Teil. Datendisk. Also wir sind auf jeden Fall in der Lage, Sachen freizuschalten, wenn wir mal ein vollständiges Set hätten. So. Ich brauche gar keinen Miner-Set, ich habe ja schon Licht. Hier war das doch irgendwo. Wir scannen nochmal. Ja, gut, dass wir nochmal gescannt haben. Ist in die Richtung. Ah, Kupfer. Ein Ventilator. Was auch immer der macht, voll nice. Wir sollten wieder scannen, bevor wir einfach sinnlos hier in der Gegend rumbuddeln. Ja, dann gehen wir noch da. Für den Abbauen ist jetzt sinnlose Rumbuddeln ja wahrscheinlich ganz praktisch. Aber so für den Alltagsgebrauch. Wasserbehälter aus Porzellan. Oh la la. Da müssen wir ein Stück hochbuddeln, so wie es aussieht. Ja, mach Scanner mal aus. Okay, ich kann leider nicht gleichzeitig buddeln und fliegen. Jetzt könnte ich mich echt in alle Richtungen fortbewegen. Das wäre halt schon nice. Aber wir graben uns jetzt einfach von unten daran.
Das ist ja gar kein Problem. Jetzt habe ich keinen Platz mehr im Inventar, das ist auch bescheiden. Oh, ja, ne? Ja, dann war's das halt schon. Was wär's denn gewesen? Ah, die drei Hartholz möchte ich eigentlich nicht wegschmeißen. Missionen, was gibt's da Neues? Na, bekannt, ich muss noch Dr. Su kennenlernen. Ja, okay. Warte, wir machen das übers See. Ja. Ich werde jetzt nicht den Weg da rausfliegen. Aber wo wir rausfliegen, ist aus dieser Folge, weil die ist schon wieder vorbei. Dementsprechend sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, immer in die Kommentare und übermorgen. 17 Uhr geht's weiter. Bleib gesund, hau rein und bye bye.